Können Sie erst mal erzählen, wie Sie den BDM auch erlebt haben, ob Ihnen das gefallen hat und was Sie da gemacht haben? Also, ich sollte nicht reingehen in BDM. Mein Vater war Kommunist und war auch, also er war nicht sehr aktiv und so, aber es war seine Einstellung. Ja. Und naja, ich bin lange nicht im BDM, also ich bin erst ziemlich am Ende da rein, ne? Weil, wie so Kinder sind, war ja auch noch ganz jung, die brauchten nicht zur Schule sonnabends, die konnten Sport machen und so weiter und wir mussten zur Schule, die nicht im BDM waren. Und dann wollte ich natürlich auch da rein, wollte auch lieber da mit sein, ne? Naja, und es ist halt so gewesen, dass man dann, und die haben einen auch man brauchte nicht lange irgendwie zögern oder reden oder was, die haben einen gleich genommen. Da wurde man auch dann recht so gut empfangen. Meinen Sie das auch, dass man da richtig aufgenommen wurde in die Gruppe? Naja, das waren ja alles bekannte Schulkollegen und so weiter, ne? Und Sie haben es gerade gesagt, die haben Sport gemacht. Spielte Sport und sich so körperlich zu betätigen da eine große Rolle? Ja, das schon, aber ich war nicht so sportlich. Ich war nicht so sportlich. Und hat Ihnen das denn gefallen, die Aktivitäten da beim Ja, BDM? jedenfalls besser wie Schule haben, ne? Das ist doch nun Ganz mal. einfach eigentlich. Ja. Einmal mussten Sie ja richtig Angst haben, weil Sie nämlich beim BDM waren. Ja, Was war das für eine Situation? naja, dass sie uns eingesperrt haben. Eingesperrt haben sie uns daneben. Ne? Und wir sollten ja nach Russland. Die vor uns eingesperrt waren, das waren auch schon Mädchen, also so jüngere, na, so 16, 17, 18, die in der Partei waren, die sind alle vor uns weggekommen. Und die sind auch nach Russland gekommen. Und die sind aber zum Teil sind welche gestorben, Schulkollegen, und zum Teil habe ich hier in Friedland welche wiedergesehen. Hat man Sie damals auch gewarnt, dass das Ihnen auch passieren könnte? Ja, wir waren ja auch eingesperrt. Ich weiß aber nicht, durch welche glücklichen Umstände wir davon verschont blieben. Die einen haben gesagt, naja, Churchill hat Halt geboten, hat gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt bringt ihr keine mehr nach Russland. Die vor uns waren in Russland, die sind von Russland zurückgekommen, die nicht gestorben sind. Also einzelne sind auch gestorben von meinem Jahrgang, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Ne?